Leckeres zum Trinken, zum Essen, wir werden es rausfinden. Und zwar fangen wir direkt an mit diesem Produkt. Pringles, woher haben wir das denn? Woher kommt denn das? Das kommt tatsächlich aus den USA. Habe ich einfliegen lassen. Und es hat anscheinend einen Pizzageschmack. Ganz ehrlich, ich bin mittlerweile so voreingenommen. Von diesen ganzen Chipsorten, die einem vorgaukeln, dass sie nach irgendwas schmecken, und sie tun es einfach nicht. Wir hatten da richtig schon Currywurst, Pulled Pork, was haben wir, Burger und so, Burger. So ein ganzer Bullshit. Kebab. Ja, es schmeckt einfach irgendwie nach irgendwas, aber goddammit, es schmeckt nicht nach dem, was da draufsteht. Gut, dass ich das ausschneide. Ah, Jesus, Corona. Man hat es nicht gesehen. So. Also, es riecht irgendwie käsig. Nein, es kommt dem Original-Pringles-Geruch eigentlich am nächsten. Und es sieht ja toll. Ich krieg gleich mal ein kaputtes. Da. Oh, ich nehme ein ganzes. Schaut euch mein ganzes an. Nehmt es mir doch ab. Ach so, willst du es mit mir haben? Was ist das dann? Schaut euch meinen ganzen Pringle an. Oh nein, er hat eine Macke. Oh mein Gott. Also es sieht aus. Ein ganz normaler Pringle mit so ein bisschen, ja, Paprika coated. Verdammt. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich nach Pizza schmeckt. Mhm. Es ist, im Endeffekt schmeckt es tatsächlich, wie als würde man... Erinnert mich an Flammkuchen so ein bisschen. Auf. Denk mal drüber nach, wenn ich es jetzt, wenn du es ins Mund hast. Kruste von der Pizza nehmen, die, wo noch ein bisschen Käse drauf ist, und die ein bisschen durchcrunchen. Und das sozusagen als Panade für irgendwas nehmen. Mhm. Und kriegt noch so einen ganz leichten Pizzageschmack mit so einem Salami-Geschmack. Aber richtig schön angenehm. Echt geil. Ja, stimmt, hast recht. Mhm. Jetzt so im Nachgeschmack merke ich das auch. So einen ganz feinen Cheese-Flavor drauf. Das ist cool. Ja. Für jeden. Aussehen, 10 Punkte. Sieht geil aus. Was? Hallo, sieht es geil verspricht aus. Das, was drauf ist. Ja. Es verspricht es. Ja. Definitiv, wenn ihr das seht, könnt ihr davon ausgehen, dass das auch drin ist. Geruch. Ja, befremdlich. Am Anfang sehr befremdlich. 2 Punkte, weil es riecht echt nach... Es riecht ein bisschen nach Gammelkäse, finde ich. Ich finde eher, das ist so ein bisschen... Ja. Wird nicht besser. Ich finde immer noch, dass es nach. Stimmt. Ja, dass es im Original ziemlich nahe kommt. Und ja, geschmackstechnisch 10 von 10 Punkten. Ja. Oder? Finde ich schon. 10 Punkte. Okay. Ja, das war's bis hierhin. Und ihr könnt uns abonnieren, Glocke nicht vergessen, Daumen hoch und so weiter. Alles, was ihr sonst noch wissen müsst, in der Infobox. Und bis zum nächsten Mal. Oh yeah.